Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir uns für die PlayStation und die Xbox den AirDrop einstellen können. Der funktioniert leider nicht so wie auf dem PC mit Textankündigung und dann fällt dann einen Punkt. Wir können uns nur mehrere Punkte aussuchen und da werden dann random quasi Loot Drops liegen. Wie das Ganze aussieht, schauen wir uns einmal kurz an und dann gehen wir auch direkt in die Dateien. So, wie wir gesehen haben, ist der Qualm da. Wir haben eine Kiste liegen mit Loot auf der Kiste und neben der Kiste. Und wie wir uns das Ganze einstellen können, das zeige ich euch dann jetzt einmal. Viel Spaß mit dem Video. So, und zwar hat uns ein YouTuber, ein Twitch-Streamer, eine Datei zur Verfügung gestellt, und zwar Don Sibley Games. Den findet ihr auch auf YouTube. Könnt ihr gerne mal drauf gehen und abonnieren. Dort wird das alles aber in Englisch erklärt. Dementsprechend dachte ich mir, mache ich das einmal für die deutsche Community. Und zwar haben wir hier einmal dann die Auflistung, was wir alles brauchen für die Airdrops. Zu einem müssen wir einmal etwas ändern und dann müssen wir in verschiedene Dateien halt diese Gegenstände einfügen. Ich würde sagen, wir gehen einmal hier durch, bevor wir es in die Dateien nach und nach einfügen, dass wir einmal wissen, was hier überhaupt was bedeutet. Und zwar haben wir einmal die Airdrops. Die kombinieren sich aus verschiedenen Spawns. Und zwar haben wir einmal den qualmenden Heli-Crash, den wir in der Datei deaktivieren müssen oder rauslöschen müssen. Dann haben wir einen Eintrag für die Types. Und zwar müssen wir da einmal einen Heli-Crash einfügen. Dieser befindet sich nachher aber unter der Erde, sodass der Heli-Crash an sich nicht da ist, sondern nur der Qualm von dem Heli-Crash. Und wir haben einmal für die Types noch das Wooden Crate, also die Holzkiste, die spawnt. Dort könnte man jetzt auch rein theoretisch ein anderes Objekt für nehmen, aber das mit der Holzkiste, das ist eigentlich auch schon ganz cool ausgewählt. So, dann für die Limit Definitions haben wir neue Einträge. Einmal für Category, den Airdrop, und für Usage, Smoke. Das brauchen wir nachher, damit die ganzen Dateien untereinander und miteinander kommunizieren können. Wir haben einen neuen Eintrag für die Map Group Proto. Dort hinterlegen wir quasi die Spawnpunkte für den Heli-Crash bzw. den Airdrop, die Holzkiste. Da haben wir einmal hier die Holzkiste mit 14 maxim, also mit maximal 14 Gegenständen, die an der Holzkiste liegen können. Und das ergibt sich dann aus Loot, der auf der Kiste liegt, bis zu 9 Gegenstände mit den dazugehörigen Spawnpunkten. Dann haben wir einmal Loot, der um die Kiste herum auf dem Boden liegt. Das sind in der Regel bis zu 5 Gegenstände und auch dazu die dazugehörigen Spawnpunkte. Und dann haben wir als nächstes noch einen neuen Eintrag für die Map Group Proto, für die Map Group Pose. In der Map Group Pose hinterlegen wir einfach den Heli-Test. Und zwar die Holzkiste, wo sie spawnen soll. Hier oben fängt die Datei ja an, generiert dann halt diesen gesamten Loot-Drop, Airdrop. Da haben wir 18 Spawnpunkte. Auf diesen 18 Spawnpunkten kann dann halt quasi der Loot abgelegt werden. Dann haben wir einen neuen Eintrag für die Event XML. Dort haben wir den Airdrop an sich. Der Airdrop beinhaltet halt die Kiste. Das heißt, diese Datei arbeitet dann nachher mit dem Heli-Test-Spawns und den Loot-Ablagepunkten zusammen. Plus, wir haben noch die Event-Spawns, auch einen neuen Eintrag. Dort haben wir dann Static-Drop. Und dort haben wir auch 18 Spawn-Punkte, wo der potenziell abgelegt werden kann. Wenn wir dann aber gucken, unter Events sollen es nur 3 Stück sein. Das heißt, in dem Fall haben wir 18 potenzielle Spawn-Punkte, wo dieser Airdrop runterkommen kann. Allerdings mit den Einstellungen standardmäßig, wie sie jetzt hier sind, haben wir quasi 18 Punkte, wo es qualmt, aber nur an 3 qualmenden Punkten befindet sich ein Drop.
Warum das so gewählt wurde, weiß ich nicht. Ich denke mal, das soll einfach so ein bisschen den Reiz ausmachen, dass man Qualm sieht und hinrennt und ja, entweder hat man Glück, dass da Loot liegt oder halt nicht. Was man halt machen kann, man kann den hier auch auf 18 Loot-Punkte setzen. So hat man dann im Prinzip an jedem qualmenden Punkt auch eine Kiste mit Loot dran. Und je nachdem, wie dann die Server-Einstellungen sind von den Mengen her, liegt dann auch nicht an jedem Drop unbedingt immer High-Loot. Aber da muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er das dann einrichtet. Man kann jetzt nicht sagen, dass man hier 5 Drops nimmt und wir sagen, hey, von dem Heli-Test, ne, den Qualm und sowas, da wollen wir auch nicht 18 Stück von haben, sondern auch 5. Das geht so leider nicht, da er sich über 2 Spawn-Punkte halt den Punkt aussucht. So ist es dann halt noch wahrscheinlicher, dass es einmal irgendwo qualmt und eine Kiste aber nicht da liegt, weil die auf einen ganz anderen Lootplatz abgelegt wurde. Dann hast du nachher auf der 18. Position hast es Qualm und auf der ersten Position wurde eine Kiste abgelegt, ne? Und so weiter und so fort. Dann hast du hier oder hier die letzten 5, die Qualm. Und er hat aber an den ersten 5 einen Drop abgelegt, also die Kiste mit Loot. Dementsprechend kann man das nicht so reduzieren. Dafür müsste man einmal alle Spawn-Punkte rauslöschen, die man nicht haben will. In dem Fall jetzt, ne, bis auf 3 Stück drinnen lassen. Und die gleichen Spawn-Punkte müssen wir dann halt auch in der Map Group Pose löschen, so dass wir dann die gleichen Spawn-Punkte haben in der Event-Spawn-Datei und in der Map Group Pose. So können wir dann sicherstellen, dass nur an diesen 3 Punkten halt ein Loot-Drop liegt. Dann kann man auch oben den Qualm auf 3 reduzieren und man hat nur 3 feste Punkte. Was aber nicht gerade vorteilhaft ist, weil weiß man einmal, wo es qualmt, dann weiß man, wo es qualmt. Dementsprechend ist das so ein bisschen mit der Wahrscheinlichkeit gemacht worden, dass halt 18 qualmen und an 3 nur der Loot liegt. Oder man macht es halt, dass auch 18 Kisten spawnen. So hat man dann alle Lootpunkte belegt und es ist egal, wo er sich den Qualm aussucht, es liegt auf jeden Fall eine Kiste da. Ja, so viel zu den Dateien an sich, wie sie funktionieren. Jetzt gehen wir einmal in Notepad++ wieder rein und hinterlegen uns die Dateien einmal alle. Wir brauchen einmal, wie gesagt, die Event-Spawn-Datei, die Limit-Definition, Map-Group-Proto, Map-Group-Pose, die Event-Spawns und die Types. So, wir haben einmal als allererstes Remove Rack Childline from Heli Crash Event. Das heißt, wir müssen einmal in die Event-Datei reingehen, suchen uns hier den Heli Crash. Und im Heli Crash haben wir einmal den russischen Hubschrauber, der nicht qualmt, und einmal den amerikanischen Hubschrauber, der qualmt. Den amerikanischen, den müssen wir jetzt einmal entfernen. Das heißt, für unseren Heli Crash Event fehlt uns der qualmende Heli, den gibt es nicht mehr. In einem meiner letzten Videos habe ich euch gezeigt, wie wir uns das Flugzeug zusätzlich spawnen lassen können. Das Ganze sehe dann so aus in der Datei. So haben wir jetzt das Flugzeug als Heli Crash, den amerikanisch qualmenden Hubschrauber als Heli Crash und den russischen Hubschrauber als Heli Crash. Wir müssen aber jetzt den amerikanischen Hubschrauber rauslöschen, damit der uns immer zur Verfügung steht als Qualm für unter den Airdrop. Das Ganze können wir in zweierlei Form machen. Wir können uns den einfach einmal nur ausklammern, indem wir kleiner als Ausrufezeichen minus minus eingeben am Anfang der Zeile. Und am Ende der Zeile geben wir einfach minus minus größer als ein. So haben wir jetzt den amerikanischen Heli aus dem Event rausgestrichen und wir haben ihn aber trotzdem immer wieder drinnen stehen. Falls wir das irgendwie ändern wollen, brauchen wir dann nur unsere Zeichen wegmachen und haben den Heli Crash dann wieder mit drinnen, den qualmenden amerikanischen Hubschrauber. Oder wir gehen hin und löschen uns einfach die gesamte Zeile raus, was wir jetzt einmal machen. Das Ganze können wir uns schon abspeichern in der Event XML. Dann haben wir als nächstes die Types XML. In der Types XML müssen wir einen Eintrag machen. Und zwar kopieren wir uns jetzt hier beide einfach raus, von Type Ende bis Type Anfang, und fügen uns das jetzt einfach in die Types XML. Können wir es einfach nach ganz oben ansetzen. Wir haben dann jetzt hier einmal den Heli Crash und einmal die Holzkiste als Types drinne, so dass die auch eine Lifetime haben. Sonst würden die uns gar nicht erst spawnen. Da können wir die Types jetzt schon abspeichern. Dann haben wir als nächstes die Limit Definition. Dort müssen wir neue Einträge machen. Wir kopieren uns das einfach wieder raus, gehen wieder in unsere XML, gehen in die Limit Definition, haben jetzt einmal die Kategorie, die wir einfügen müssen, kopieren uns das wieder raus mit dem Smoke und fügen bei Usage noch den Smoke ein. So, jetzt haben wir hier einmal bei Categories
den Airdrop als Kategorie eingefügt. Und wir haben einmal unter Usage Flex Smoke als Usage hinterlegt. So, als nächstes wäre dann die Map Group Proto dran. Dort auch ein neuer Eintrag. Wir kopieren uns wieder von oben einmal alles raus. Nehmen beide Spawns mit. Einmal die für den Boden und einmal die, die auf der Kiste drauf spawnen. Kopieren uns das auch raus und gehen dann in Map Group Proto. Nehmen wir jetzt hier einfach eine Zeile, fügen das ein. Haben jetzt hier unter Defaults unseren Heli-Test eingefügt. Bis hierhin. Das Ganze speichern wir uns auch einmal ab. Dann haben wir als nächstes die Map Group Pose. Dort auch ein neuer Eintrag. Wir gehen hin, kopieren uns einfach alle Spawnpunkte raus, gehen wieder in unser Notepad, öffnen die Map Group Pose und auch hier fügen wir es einfach oben an. So haben wir jetzt hier schon mal den Heli-Test, die Spawnpunkte hinterlegt. Dann gehen wir als nächstes in die Events XML, auch ein neuer Eintrag. Kopieren uns das raus, gehen in die Events XML, könnten uns das jetzt unter dem Heli-Crash einfügen oder wir setzen uns auch ganz oben an. Haben jetzt hier den Static Drop mit drinne in der Events XML, speichern uns das einmal ab. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Event Spawns XML, auch ein neuer Eintrag. Kopieren uns das von Anfang bis Ende raus. Gehen in unsere Event Spawns und fügen uns das einfach oben an. Einfügen. Das können wir einmal komplett nach vorne schieben, dann passt das auch zahlentechnisch und sieht besser aus. Und jetzt haben wir hier den Drop mit drin. Das Ganze auch einmal speichern. Und vielmehr ist es dann auch schon nicht mehr an Dateien, die wir bearbeiten müssen, beziehungsweise uns Sachen einfügen müssen, um jetzt einen Airdrop zu haben, der leider nicht wie auf dem PC angekündigt wird, aber es funktioniert trotzdem ganz gut. So, das Ganze schauen wir uns dann nochmal eben an. Ja, und wie wir sehen, es hat alles funktioniert, wunderbar. Wir haben da die Airdrops mit der Kiste, mit dem Loot, mit dem Qualm. Alles funktioniert so, wie es funktionieren soll. Ich hoffe, ihr kommt klar damit, es ist halbwegs verständlich erklärt und ihr könnt es anwenden auf eurem Server. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.